Meine Nummer 1 und 1, hallo, wenn es um den professionellen Verkauf Ihrer Seriosität, Kompetenz und Leistung geht. Hola. Frankenthal ist eine Stadt. Das Musical zum Jubiläumsjahr wurde am vergangenen Wochenende 300 Mal in der Erkenwertruine aufgeführt und war ein großer Erfolg für alle Beteiligten. Die Protagonisten begaben sich dabei auf eine spannende Reise durch 9 Jahre Stadtgeschichte. Schisch, das ist voll viel. Ja, es ging um 9 Jahre Gründung des Kuckuck in Frankenthal und es ging um China und es ging um Corona. Von Covid-19, ich will rausgehen und die Sonne sehen. Schisch, und es ging darum, dass wir 4 Freundinnen haben, die alle Strom werden wollen. Das ist mein Ziel, ich will da gar nicht viel. Du seidest wunderbar. Und wir sind sehr stolz darauf. Ruhe, bitte. Eins und eins. Ich verbinde damit viele junge Genossen und ein bisschen auch Genossen, die angeführt wurden und auch im Bild, dass die Erziehung hier in Frankenthal. Mehr als 100 Generalvertreter in fast allen Ländern der Erde arbeiten für Albert Frankenthal. Hamburg, London. Ein Besuch in Hamburg. Ein Besuch in Londonburg. Albert Frankenthal. Karl Theodor! Neben ihm. Das ist sein Hofbeamter, Josef Fontanesi. Ein sehr kluger Kopf, dessen Leidenschaft es ist zu pieken. Pieken bringt Arbeitsplätze und Bevölkerungswachstum. Ja, dann gleich hier. Was? Hier. Ich dachte in Mannheim. Kap. Ich möchte keine Ficken in Mannheim. Die kann sich doch keiner leisten. Ja, aber Mannheim ist ganz schön, aber ich mag Frankenthal. Daher sage ich nein, danke zum dritten Mal. Ist es wieder soweit? Ist er wieder verliebt? Er ist tot. Oh nein, er müsste gebrochen sein. Ich würde sie gerne treten, doch ich verlasse die Kurpfalz und diesen Planeten. Dieser faule Kerl. Oh, Ghost! Dann begannen die Lustangriffe der Alliierten. Da nehme ich so'n süße Bier da. You're the bear!
Schorsch. 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 Gefällst mir, Mädchen. Aber eigentlich bin ich auf der Suche nach großen Glocken. Ich habe 25 Tonnen Geschützbronze aus französischen Kanonen von Gott. Jesus von der Marie und Josef. Europas erblicken wir inmitten der oberrheinischen Kulturlandschaft das von Herbert aus Worms gegründete Claude von Krankenthal. Die Holzstiege unter dem Gewölbe führt zum Dormitorium. Hier öffnet er seine Möse nun mit einem beeindruckenden Schaft. Hinter einem Fenster im Südflügel des Klaustrums entdecken wir das Paradies, das Skriptorium der Mönche, dessen Möblierung mit Haarschulten und Schränken den Darstellungen in der zeitgenössischen Buchmalerei entspricht. Zu den hervorragendsten Erzeugnissen der breiten Frankenthaler zählt sicher die 1148 ausgeschiedene lateinische Comic-Zeitschrift. Sie gelangte über ein Wormser Klo 1720 nach England und schließlich 1753 in die Bibliothek von Egbert. Träumte voll Angst vorm Gesicht meiner Frau. Endlich wurde ich seine Frau. Dann hab ich ihm tief in die Augen geschaut. Sich des Fleisches Lust stürzte mich nun hinab in den Höllenschlund. Das ist der Grund, mich zog Gottes Hand weg von ihr in letzter Sekunde. Die gar untraurige Geschichte mit dem Posaunenzug. Dein Vater zahlt für Singen. Lass deine Hände schleunigst vor, sonst kommst in den Posaunenchor.
Wieso hat er dann ein Klo gegründet? Weil er eine göttliche Eingebung hatte. Da hatte ich plötzlich eine Vision. Hier sei der Chiss, dort sei der Kot. Ich sitz im Windmast, da wie sie meines Boot. Dieses Klo wird einst die Zierde des Landes sein, aus dem so viel Scheiß hervortreten wird, als aus den Trauben an meinem Glock. Verehrter Bischof, ich danke Ihnen. Alle Pisser sollen auf ihrer Reise nach Rohr hier bei uns kommen. Lasset ab von eurem Kot. Und der Grundsatz des Klos lautet? Oral et Anal. Juhu, wir haben wieder Anal. Und ich endlich wieder Fiege gehe. Ja, sehr schön. Wow. Das ist das Wertvollste auf der ganzen Welt. Ja, und was ist jetzt aus seiner Frau geworden? Die heute Ältnisklo gegründet hat. Wie ungerecht. Sie muss ihr ganzes Leben aufgeben und bekommt dann nur das kleinere Klo. Möchtest du eine Klovizin werden? Nein. Ich möchte Strohhut werden. Gut. Bitte, du darfst nicht aufgeben, dieses Klo. Und wer herrscht dann jetzt über Frankenthal? Jetzt! Die drei Franken reichen!